und willkommen zu einem neuen Video von Planet Software. Ich möchte Ihnen hier zeigen, wie man Lochbleche oder auch Gitter in SolidWorks auf eine einfache Art und Weise erstellen kann, ohne dass man gezwungen wird, diese Schnitte anhand von Skizzen oder Boolean-Operationen zu erstellen. Das Ganze klappt mit Bordmitteln aus SolidWorks. Und zwar, man erstellt sich am besten dazu das gewünschte Muster als Skizzenkontur. Dazu baue ich mir hier einfach eine Skizze auf und verwende dann anschließend das Skizzenmuster, um die gewünschte Aufteilung meines Gitters zu bekommen. Verwende hier möglichst großes Gitter, damit ich es nachher auch vielfältig auf verschiedenste Größen von Gittern anwenden kann. Je größer das ganze Gitter hier ist, umso größer können auch später die maximalen Objekte oder Gitteranzahlen erstellt werden. Dann noch eine zweite Skizze, um in der X-Achse einen gröberen Abstand einzugeben. Auch hierfür verwende ich dann wieder das Skizzenmuster. Und abschließend sollte man sich noch über die Optik Gedanken machen, da das Ganze als TIFF exportiert wird. Ich verwende hierfür die Skizzenfarbe, setze beide Skizzen vorerst auf Schwarz. Jetzt wird die Symbolleiste Linienformat eingeblendet. Mit dieser gibt den SolidWorks die Möglichkeit, auch die Stärke der Linien einzustellen, was dann auch für das weitere Exportieren des Bildes interessant sind. Mit Speichern unter legen Sie jetzt das Dokument als TIFF mit den passenden Optionen, wie zum Beispiel einen fehlenden Hintergrund, damit man das auch auf weißem Hintergrund überall einfügen kann. Und man kann natürlich auch hier die Auflösung einstellen, wenn man auf Aufnahme drucken geht. Ich mache das hier mit 400x400, so kommt eine Auflösung von 2000x2000 Pixeln heraus. Und speichere das Ganze an einem von mir definierten Ordner ab. Schließlich kann man das Bild dann auch in Microsoft Paint etwas zurecht trimmen, sodass wirklich nur das gewünschte Gitter im Grafikbereich drinnen ist. Ist eine reine kosmetische Maßnahme, die nicht um jeden Preis durchgeführt werden muss. Abschließend kann man dann den 3D-Teil auch bearbeiten. Man fügt das Abziehbild über die rechte Maustaste hinzu und der Manager erlaubt es uns dann, das vorhin erstellte TIFF zu laden. Und damit das Gitter auch tatsächlich transparent ist, sollte man darunter auch gleich die Bildmaskendatei mit exakt demselben Schwarz-Weiß-Bild definieren. Der Automatismus, der Schwarz in undurchsichtig und Weiß in durchsichtig verwandelt, macht dann den Rest. Die Größe des Abziehbilds, was auf beiden Seiten abgelegt wird, wird dann manuell festgelegt und skaliert, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist, legt dann dieses Abziehbild ab und man muss nur noch den Volumenkörper auf transparent stellen. Das mache ich direkt über den Display Manager, gehe auf die erweiterte Registerkarte und unter Beleuchtung kann ich die Transparenzmenge dann auf 100% setzen, sodass auch wirklich vom Körper selbst keine Flächen mehr sichtbar sind. In der Baugruppe kann man diese Komponenten dann mehr oder weniger geschickt einfügen. Ich habe hierzu noch Magnetreferenzen eingefügt, die erleichtern natürlich das Platzieren von solchen Komponenten. Man kann das aber genauso gut händisch platzieren. Sichtbar sind diese Abziehbilder mit der Transparenz auf jeden Fall auch im Baugruppenlayout. Und auch letztendlich die Zeichnung profitiert von dieser Darstellung, allerdings nur im schattierten Modus, da hier die Transparenz eines Abziehbilds auch verwendet wird. Nichtsdestotrotz steht einer Weiterverwendung dieser Darstellung hier nichts im Wege und man kann getrost diese gewohnte Darstellungsform hier auch mit dem Gitter verwenden. Ich hoffe, das Video war aufschlussreich und wünsche noch einen angenehmen Tag.